Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum zweiten Spieltag und dem FC Bayern Talk. Grundsätzlich werde ich spätestens Montagabend halt immer den Bayern Talk raushauen zum letzten Spieltag. Eventuell auch schon eher, je nachdem, wann wir spielen und wie ich das Wochenende Zeit habe. Soll es Champions League oder Pokalspiel sein oder sowas, werde ich das wahrscheinlich dann auch erst mit in den Bayern Talk dann zum Bundesligaspieltag raushauen. Gut, wir haben auf Schalke gespielt, 3-0 gewonnen. Spiel war so, es ging. Also Ergebnis gut, Spiel so, sag mal, mittelmäßig. Wir wurden aber auch nicht wirklich gefordert, abgesehen von 20 Minuten in der zweiten Halbzeit. Nach dem 2-0 haben die Schalke halt mal gedacht, sie probieren mal was. Ansonsten haben die Schalke halt auch gar nichts gemacht. Wie fast jede Mannschaft in der Bundesliga, abgesehen von 2-3 Ausnahmen. Ist halt so, sind sie alle selber schuld, vor allem wenn man zu Hause so auftritt, wären die Schalker gleich so aufgetreten, wie sie die 20 Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt haben. Wer weiß, klar, kannst du dir dann auch schnell mal 2-3 Konter fangen von uns. Aber gut, ich bin zufrieden, wir haben 3-0 gewonnen. Wir gehen mal direkt in die Statistiken rein, würde ich sagen. Lesen sich ein bisschen ausgeglichener, als das Spiel eigentlich war. Ihr seht 33% Ballbesitz für Schalke, 66% für uns. Abseits, Fouls 11, Schalke wir 10, Zweikämpfe 51,7 für Schalke. Für uns daraus 48,3. Schüsse insgesamt Schalke 11, Bayern 10. Ja, fragt mich nicht, was da als Schuss gewertet wird. Schüsse aufs Tor hatte Schalke 2, wir 6. Ecken 3 und 4. Ich sage, es war viel. Und Flanken 9 und 11, also von den Werten her sieht es ausgeglichen aus. Es war nicht ausgeglichen, es war ein einseitiges Spiel. Wie gesagt, die 20 Minuten nach dem 2-0 haben die Schalke halt gespielt, weil sie nichts mehr zu verlieren haben. Ansonsten war von Schalke nichts zu sehen und das im Heimspiel auf Schalke schwach, sehr schwach. Bei uns hat natürlich alles der Levi überstrahlt mit seinen 3 Toren. Ansonsten, ihr könnt euch das ja angucken hier, Schüsse insgesamt. Todisio hat nochmal 3 Schüsse gehabt, Müller einen. Könnt ihr euch schon mal merken für meine Note gleich. Torschussvorlagen, Kimmich 3. Keine Ahnung, die habe ich nicht gesehen. Coman 2, Alaba 1. Ansonsten gewonnene Zweikämpfe, ja na klar, der Süle mit 7. Der Müller mit 5 überrascht mich ein bisschen und Coutinho mit 4. Dafür, dass er so kurz auf dem Platz war. Ansonsten Ballkontakte Alaba 117, Süle 103, Kimmich 99. Sind so die Top 3 und gefoult worden Müller 2-mal, Kimmich 2-mal, Süle 1-mal. Wahnsinn. Also, ihr seht, sehr ereignisreich. Muss ich mal eben gucken. Spielbericht, sehen wir die Aufstellung, glaube ich. Perfekt, ja, ist gut. Brauchen wir nicht sehen. Gut, Neuer. Erstmal, ich hatte 4-1 getippt. Wir haben 3-0 gewonnen. Warum 4-1? Ja, weil der Neuer normal immer ein verschenkt gegen Schalke. Hat er diesmal nicht getan. Wahnsinn, obwohl es einmal knapp war, ja. Muss man auch ganz klar sagen. Von daher, Neuer, ja, eine 3. War befriedigend, ne? Pavard, ja. Wir haben 3-0 gewonnen, da muss man ein bisschen positiver sagen, aber auch mal befriedigend. Süle war stark, war für mich eine 2. Hernandez war eine 3, hat gut, war auch stark. Hat aber gemerkt, dass er ab und mal noch verletzt war, aber war schon stark, aber für eine 2 war es ein bisschen, wir sagen auch mal eine 3. Martinez kannst du nicht wirklich bewerten, Martinez ist für mich sowieso immer eine Bank. Also Martinez gibt von mir auch für 13 Minuten 2. Alaba fand ich nicht ganz so stark wie sonst, aber eine 3, ne? Vielleicht eine 3 minus. Alaba ist eigentlich nicht schlechter wie eine 3 minus. Also war souverän. Müller war für mich mal wieder ein Totalausfall. Auch wenn ich hier gerade die Statistik habe gesehen. Torschuss 1. Was hat er gehabt? Torschussvorlagen oder was? Warte. Gucken wir mal. Ne, 2 Kämpfe war das, ne? Bei 2 Kämpfen hat er 5 gewonnen. Wahnsinn. Habe ich jetzt so nicht gesehen. Keine Ahnung, vielleicht hat er sich nach hinten ein bisschen aufgerieben. Ich weiß nicht. Also Müller war für mich was.
Offensive anbelangt auf jeden Fall ein Ausfall. Hier haben wir sogar Aufstellung, ey. Fand ich, ja, wie gesagt. Wurde zu Recht ausgewechselt. Hat mich auch gefreut, dass der Kovac mal ein bisschen früher gewechselt hat. Wenn der Müller nicht langsam wieder Gas gibt, wird er auch Probleme kriegen, denke ich. Je nachdem, wie der Coutinho einschlägt, weil, ja, ist auf jeden Fall eine Position, die der Coutinho spielen kann. Und wie gesagt, ich habe nichts gegen Thomas Müller. Ich mag einen Thomas Müller. Aber ja, das waren zwei Leistungen, die kannst du. Er ist immer schön auf Platz gelaufen, hat immer ihn hier gemacht, ne? Immer, ja, schön angezeigt und hier und da und ja, das ist Müller im Moment. Torgefahr gleich null, Flanken. Ja, kam nicht ein Ball an. Ihr habt es auch gesehen, nicht eine Torschussvorlage. Dass er dann meine Defensive irgendwie 4-2-Kämpfe gewonnen hat. Ja, Glückwunsch. Ja, wie gesagt, für einen Offensivspieler Totalausfall, Note 5. Kimmich. Ach du. Auch hier, boah. Ich mag einen Kimmich. Bin keiner dieser Kimmich-Hasser. Aber, ja, das war natürlich auch nicht wirklich was. Auf 6 defensiv war das ganz schwach. Ihr habt es ja gesehen hier. Offensiv 3 Torschussvorlagen und 99 Ballkontakte. Aber ich meine, wenn der Alaba schon 117, der Süle, der hinter ihm spielt, 103 hat. dafür, dass er das Spiel da aufziehen sollte. Wie gesagt, wir haben 3-0 gewonnen, geben wir ihm eine 4. Vielleicht eine 4 plus. Hat mir nicht wirklich gut gefallen. Also sehr unsicher auch. Da war selbst der Thiago ja noch besser auf 6. Soll auch gar keine Kritik sein. Wie gesagt, er hat die ganze Zeit nur rechter Verteidiger gespielt. Wenn er das nicht hinkriegt, sich da innerhalb von einem Spiel umzustellen, ist das kein Vorwurf. Weil er war halt als rechter Verteidiger schon schwach. Und dann auf der Position, ja. Er hat halt noch nicht die Form, genau wie der Müller. Ja, vielleicht brauchen die einfach ein bisschen länger, bis sie in Tritt kommen. Ist ja gar kein Problem. Bisher war es nichts. Tolisso hat mir ganz gut gefallen. Zwischendurch ein bisschen unauffällig. Wie gesagt, war lange verletzt. 3 war okay. Ja, Levi brauchen wir nicht reden. Also das ist 1 plus mit Sternchen und alles, was du geben kannst. Also ein 11er, ein Freistoß und ein normales Tor. Alles abgeliefert. Coman war erste Halbzeit ganz gut. Zweite Halbzeit, ja. Ist ja auch immer schwer zu beurteilen in solchen Spielen. Also ich würde auch sagen, eine 3 war es alles so 3-mäßig. Gnabry war nicht wirklich anwesend irgendwie. Würde ich auch eine 4 geben. Oder eine 4 plus vielleicht. Also eine 3 war es nicht. War eine 4. Auch beim Kimmich war auch eine 4. Fertig. Mal das Plus und Minus weg. Perisic habe ich gar nicht gesehen. Irgendwie 2 oder 3 Ballkontakte oder was. Keine Ahnung, dafür, dass er 33 Minuten gespielt hat, hast du nicht wirklich viel gesehen, finde ich. Aber gut, er muss ja auch neu, er muss sich erstmal eingewöhnen. Und wie gesagt, das war für mich eine 4. Coutinho eine 3. Weiß ich nichts Weltbewegendes, aber was willst du da auch verlangen? Er muss auch erstmal sich einfinden. Man hat schon seine Klasse zwischendurch aufblitzen sehen. Ihm hat dann halt irgendwo auch der passende Mitspieler gefehlt, sag ich mal. Denk mal, wenn da so ein Thiago noch mit auf dem Platz ist. Und die dann beide irgendwie ein bisschen weiter, der Thiago auch ein bisschen weiter vorne spielt. Und der Xavi vielleicht mal auf der 6, so wie ich das verlange. Vielleicht rafft der Kovac das irgendwann mal. Ja, wie gesagt, Xavi, gut, er kam für den Hernandez rein. Aber war trotzdem noch ein bisschen ins Mittelfeld gezogen und ja. Er macht halt auch dann das Foul im richtigen Moment, wenn es sein muss, was so die anderen irgendwie alle nicht können und weiß ich nicht. Ich mag den Xavi einfach und verstehe auch nicht, warum man nicht spielt. Wie gesagt, ansonsten hochzufrieden, was willst du sagen beim 3-0 Schalke, ja? Klar, wir haben ein bisschen Glück gehabt, da müssen wir auch nicht drüber reden mit ihren komischen Handdingern da, aber da blickt eh keiner durch. Aber ich weiß gar nicht, welches Spiel ich vorher gesehen hatte, die erste Halbzeit. War das Paderborn oder was? Da wurde halt so ein Ding dann gegeben und ja, keine Ahnung. Also für mich hätten die Schalke auf jeden Fall auch einen Handelfmeter kriegen müssen. Der zweite war ein bisschen kritisch, der dritte war gar nichts. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Minute die einzelnen 10 waren. Einer war ganz klar, der zweite war ein bisschen, da hätte man drüber streiten können und der dritte war gar nichts.
Ja, keine Ahnung, Leute. Der gut extra die Regel geändert jetzt zur Saison und trotzdem ging es irgendwie nicht geschissen. Fragt mich nicht. Bin da auch wie letztes Jahr. Man ist da mehr verwirrt wie alles andere. Dann führen sie da jedes Jahr was Neues ein und es ändert irgendwie trotzdem nichts. Von daher. Was sollen wir da sagen? Ne? Wenn das schon die Schiri und Trainer und was weiß ich alle nicht raffen, wie soll das dann Normalsterblicher raffen? Ja, ansonsten gibt es wie gesagt nicht viel zu sagen zu unserem Club. Renato Sanchez ist weg. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Ich hoffe irgendwo, dass die Bayern sich vielleicht eine Rückkaufoption haben reinschreiben lassen in den Vertrag. Wenn sie schlau sind. Ich denke, wenn der Junge das Vertrauen kriegt, wird er wieder seine Leistung bringen und kann sich auch entwickeln. Vielleicht waren sie so schlau oder vielleicht hat sich Lidl darauf eingelassen. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Ansonsten Franck Ribéry in Florenz. So stark. Florenz war mir schon immer sympathisch. War auch der F immer. Bin gespannt, ob er da nochmal ein bisschen was reißen kann, zwei Jahre lang. In Italien sehen wir das eh nicht so eng wie wir in Deutschland, ja. Da kannst du auch bis 40 spielen, siehe Totti, wenn du Leistung bringst. Und ja, ich bin gespannt. Freue mich für den Franck und ja, wird damit sicher immer den einen oder anderen Blick riskieren. Der Boateng läuft da ja auch noch rum. Also nicht unser Boateng, nur sein Halbbruder. Ja, ich hoffe, Boateng geht noch. Ansonsten wird er wohl ein Jahr bezahlt auf der Bank sitzen. Ich habe Boateng eigentlich immer gemocht, aber die letzten zwei Jahre war seine Leistung einfach scheiße. Das muss man so knallhart sagen. Zwischendurch hat er mal ein ganz gutes Spiel gehabt, aber prinzipiell war es für seine Ansprüche schlecht. Das ist einfach so. Und hätte er letztes Jahr nicht so einen Aufstand gemacht, da dass er unbedingt weg wollte und dass sich dann kurzfristig zerschlagen hat, ist er irgendwo auch selber schuld, wenn er jetzt außen vor ist. Das muss man auch so knallhart sagen. Das ist halt Mirza Mir und wenn man bei Mirza Mir ja, den Leuten so vom Kopf haut, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man raus ist. Dass wir jetzt diese Vorbereitung ein bisschen haben spielen lassen und so, ist klar. Da hat man nochmal gesagt, komm, wir zeigen ihn nochmal ein bisschen, dass er doch noch ein bisschen Fußball spielen kann. Haben wir ja in dem Supercup gesehen, dass das dann doch nicht konnte. Aber habe ich ja auch schon meine Meinung zu gesagt. Wie gesagt, ich hoffe, dass er noch geht und selbst wenn sie nur 10 Mille kriegen oder was weiß ich, oder wollen sie denn ausleihen. Hauptsache, ich möchte nicht wissen, was er kriegt, 12 Mille bestimmt oder was. Hauptsache, die alten Kosten, Gehaltskosten sind dann weg und gut ist. Ansonsten, ich bin gespannt, was hier der alte Cuisant reißen mit. Ich habe ja gehofft, dass der Rocker noch kommt jetzt, wo der Sanchez weg ist. Oder generell halt einfach einen defensiven Mittelfeld, man. Das ist ja, was ich sage. Ich meine, gut, wenn der Martinez. Weiß er, ich verstehe das nicht. Ne? Aber das Thema hatten wir ja auch schon. Da müsste ich mal ein extra Video zu machen. Kann ich da mal den Kovac, könnt ihr den Kovac da mal auf Instagram posten und messen? Wer rafft er das da mal? Verstehe nicht, wie man den Martinez und man auch letztes Jahr schon so behandeln kann, wie der behandelt wird. Also ist für mich auf der 6 ein absoluter Weltklasse-Spieler. Und saugt da immer noch alles weg, hat er letzte Saison auch gegen Dortmund gezeigt. Also ich finde das lächerlich, dann irgendwie zu sagen. Oh ne, gegen so komische Gegner spielst du nicht, da stelle ich lieber einen Offensiveren rein. Ja, sehen wir ja auch immer, was dann passiert. Ja. Ansonsten, ich denke, das reicht als Fazit des Spieltags. Jetzt haben wir erstmal. Jetzt kommt erstmal eine Phase, wo Siege knallen müssen, ne? Also Mainz muss er wegknallen. In Leipzig, okay, das wird nochmal ein bisschen haarig. Aber sahen wir eigentlich immer ganz gut aus. Dann hast du Köln, Paderborn, Hoffenheim, Augsburg, Union. Ja, da müssen einfach 5 Siege her. Fertig. Da muss man nicht rumdiskutieren. In Frankfurt, ja, könnte auch noch mal ein bisschen haarig werden. Dann hast du Dortmund. Dann hast du hier die fette Kombo halt, ne? Frankfurt, Dortmund, dann hast du nochmal Düsseldorf dazwischen, nochmal Leverkusen, Gladbach, Bremen. Also in den 5 Spielen wird sich dann schon so die Saison ein bisschen entscheiden, zumindest die Hinrunde. Ich denke, diese Saison kann sich keine Mannschaft irgendwie eine Schwächephase von 3-4 Spielen leisten, wie es letzte Saison war. Die Dortmunder nicht, wir nicht. Ja, und die Leipziger sollte man auch nicht unterschätzen mit dem Nagelsmann. Bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ich werde jetzt nochmal kurz. Ist ja auch schön, dass ich euch das hier erzähle und nicht das Bild anhabe. Aber also hier seht ihr es ja nochmal. Ja, ich hoffe, dass ich für Bochum vielleicht Karten kriege. Noch keine Absage gekriegt.
Union bin ich auf der Warteliste. Absage, habe ich nicht bestellt. Frankfurt Absage. Dortmund habe ich noch nichts gehört. Düsseldorf auch noch nicht. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir nochmal Karten dieses Jahr. Wäre natürlich was. Ansonsten gehe ich nochmal kurz auf meine Tipps ein. Das werde ich im Bayern-Talk jetzt auch immer machen nach dem Spieltag. Köln-Dortmund 1-3. Wie gesagt, ich gehe nur auf die Ergebnisse ein, nicht auf das Spiel, weil ich habe mir die Spiele natürlich nicht alle an. Ich habe Konferenz geguckt, die erste Halbzeit am Samstag. Zweite Halbzeit musste ich schon los. Deswegen kann ich das nicht wirklich beurteilen. Also ich beurteile nur die Ergebnisse, nicht das Spiel. Köln-Dortmund, ja, war wie gesagt zu erwarten. Die Dortmunder tun sich immer ein bisschen schwer in Köln, aber man hat auch gesehen dieses Jahr, was der Unterschied zu letztes Jahr ist. Dann hauen sie halt einfach drei Spieler rein und wenn du einen Brand bringen kannst an der Bank, ja, brauchst du halt auch nochmal die Kölner weg. Deswegen werden die Dortmunder ein heißer Konkurrenz dieses Jahr. FCA Union. 2-1 habe ich getippt. Ja, bin ein bisschen enttäuscht von den Augsburgern. Gerade in den Spielen waren sie sonst immer gegen so direkte Konkurrenten eigentlich ganz gut. Hat mich ein bisschen gewundert, auch erst Heimspiel und so. Gut, kann mal passieren. Wow. Hoffenheim in Bremen, 3-2. Ja, das war viele, da fallen irgendwie immer viele Tore. Also, war ja auch ein bisschen glücklich, wie ich gehört habe, aber ist halt so, kannst du auch nichts machen, habe ich 2-2 stehen gehabt. Ist halt so. Paderborn, Freiburg, ja, hat mich völlig überrascht. Habe ich 2-1 für Paderborn getippt. Aber, wie ich schon immer sagte, man darf den Streich nicht unterschätzen. Ne? Wer reißt das da jedes Jahr wieder raus? Aber, wie gesagt, hätten die Paderborner halt einfach auch. Ich meine, ihr habt da ein bisschen gesehen, die waren am Anfang auch besser, waren am Drücker, aber 1-3 spricht dann auch eine klare Sprache. Mainz-Gladbach, ja, es war Not gegen Elend, erste Halbzeit, was ich gesehen habe. Ich weiß nicht, was in der zweiten Halbzeit dann da passiert ist. Ja, ist halt so. Hätte man tippen können für Gladbach, klar. Also, mein Gladbach ist gegen Mainz immer Favorit, aber. Ich habe halt ein 1-1 getippt. Düsseldorf auf Leverkusen, ja, war natürlich klar. War natürlich Risikotipp, 2-1. Ich habe mir gedacht, Derby und Leverkusen weiß auch nie, die sind auch nie so konstant. Kannst du mal riskieren. Ja, hat nicht geklappt. Leverkusen war klar besser, hätte viel höher gewinnen müssen, was ich gesehen hatte in der ersten Halbzeit. Also bei uns, ja, wie gesagt, hatte ich 1-4, weil ich der Neue immer so ein Ding drin hatte. Sonst ist mein Standardtipp eigentlich auch immer 0-3, was hier so steht. Zumindest wenn wir mit zu Hause spielen. Leipzig-Frankfurt, ja, 2-1 habe ich 2-1 getippt. Und Hertha Wolfsburg, ja, völlig enttäuschend, Leute. Ich wundere mich überhaupt, dass so viele auf Wolfsburg getippt haben. Ja, keine Ahnung. Hatte ich 1-1 getippt. Ihr seht, ganz schwache Vorstellung meinerseits. Jacuz, oh, Rico, gönn dir. So, starker Spieltag. Ja, das soll es auch schon gewesen sein, Leute. Das war mal kurzer FC Bayern Talks am zweiten Spieltag. Lasst mir gerne eure Meinung da, wenn ihr irgendwas anders seht. Freue ich mich drüber. Auch von euch komischen Schwarz-Gelben, Blau-Weißen und was ihr alles so seid. Haut rein, bis zum nächsten Spieltag. Ciao.